So eklig und unrein und ganz schrecklich. Würdest du dich darüber freuen, wenn du auf einmal blutest? Oh mein Gott, ich kann es nicht erzählen. Ich habe es auch ein paar Stunden von mir hergeschoben. Warum freuen sich Mütter, wenn aus ihren Töchtern Blut rausläuft? Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Bubbles. Mein Name ist David und uns hat eine Frage erreicht via Telonym, nämlich, was mache ich eigentlich, wenn ich meine Periode habe und es auf jeden Fall nicht meiner Mutter sagen möchte, aber irgendwie das Gefühl habe, ich muss es meiner Mutter sagen. Schruppert kennt genau dieses Problem und hat uns ihre Geschichte erzählt. Unangenehm. Okay, jetzt passiert irgendwie was Neues und Krasses und dann nimmt man erstmal irgendwie Klopapier und versucht dann irgendwie so Ordnung zu schaffen. Der erste Gedanke ist natürlich so, okay, hat das jetzt jemand mitbekommen? Ist jetzt irgendwie, sieht man irgendwelche Flecken? So, wir haben aber noch ein paar mehr Fragen zu diesem Thema. Und immer dann, wenn wir mehr Fragen zu einem Thema haben und uns keine Antworten einfallen, fragen wir Hanna. Hallo, Hanna. Hallo. wie war das bei dir damals? Hast du deiner Mutter, bist du sofort aus dem Bad rausgerannt? Also Mama, Mama. Und wie war das? Ich war damals bei meinem Vater, meiner Stiefmutter, als das passierte. Und das Blöde war, ja, es passierte, glaube ich, nachts, wenn ich mich recht erinnere, und es war auch was auf dem Bett lagen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so die Wahl, ob ich es erzähle oder nicht. Du musstest irgendwie, ich musste es erzählen. Und dachte erstmal, oh mein Gott, ich kann es nicht erzählen. Ich habe es auch ein paar Stunden von mir hergeschoben. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und dann war es halt gar nicht schlimm. Das ist ein gutes Stichwort, denn auch Schruppert hat irgendwie festgestellt, am Ende war es sogar halbwegs gut. Guck mal. Der Vorteil, wenn man mit seiner Mutter drüber redet, ist natürlich, dass die Mutter einem sehr viele Hinweise geben kann, was hilft, was bei den Schmerzen hilft, wie man mit irgendwie dem Blut umgeht und so weiter und so fort. Jetzt denke ich aber, wenn jetzt also diese Person, die uns geschrieben hat, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja auch, vielleicht haben die nicht so ein cooles Verhältnis oder was auch immer, sie möchte auf jeden Fall ihr nicht Bescheid sagen, diese Tipps und Tricks, die finde ich doch alle im Internet, oder? Auf jeden Fall. Natürlich, man kann auch mit anderen Personen reden als mit der Mutter zum Beispiel, mit einer Freundin oder mit einer coolen Tante oder man geht halt eben ins Internet und holt sich die Tipps da. Aber so, wenn man so seine Tage bekommt, das kann schon erstmal irgendwie verängstigen und man ist nervös und da hilft das schon irgendwie vielleicht, wenn man dann doch jemanden vor sich sitzen hat, mit dem man spricht, gerade irgendwie die Mama und die einen dann vielleicht auch mal in den Arm nimmt und irgendwie, man kennt diese Person. Das ist irgendwie doch nochmal was anderes, als einfach nur Tipps zu geben. Man braucht ja nicht nur eine Gebrauchsanweisung, sondern will ja auch irgendwie über die Gefühle reden, so, dass man vielleicht nervös ist und das ganz schlimm findet und da braucht man vielleicht auch andere Unterstützung als nur eine Gebrauchsanweisung. Jetzt musst du mir, glaube ich, mal was grundsätzlich erklären. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich bin keine Frau. Ich habe noch nie eine Periode gehabt. Wow. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann denke ich, naja, so eine Periode und die Blutung und so, das ist ja wahrscheinlich irgendwie das Normalste der Welt. Die Mutter hat es gehabt, die Oma hat es gehabt, die Tante hat es gehabt. Jede, besser gesagt, wird es früher oder später bekommen. Warum ist das überhaupt so ein Thema, dass man sich davor schämt oder dass man das Gefühl hat, oh Gott, das möchte ich aber niemandem verraten, wenn es doch so normal ist. Also ich, ganz naiv, denke, ah ja, gehe ich hin und sage, pass auf, Mama, ich habe jetzt übrigens auch. Ja. Ja, es ist halt doch irgendwie auch ein großes Ding, weil es ja auch irgendwie ein Schritt ist, der zeigt, okay, ich werde jetzt zur Frau. Ne? Also es ist irgendwie ein Meilenstein auf dem Weg zum Frauwerden. Und freut man sich darüber nicht? Würdest du dich darüber freuen, wenn du auf einmal blutest? Also würdest du... Wenn ich wüsste, dass mein Körper so aufgebaut ist, dass er regelmäßig blutet und das bedeutet, dass ich aber jetzt irgendwie sowas Ähnliches wie erwachsen bin, vielleicht schon? Ja, okay, spannend. Aber ich glaube, das ist ja, guck mal, viele bekommen vielleicht auch schon mit 10 oder 11 ihre Tage, wo sie jetzt noch nicht unbedingt dran denken, irgendwie jetzt Sex zu haben und sich fortzupflanzen. Und da ist man halt auch noch nicht so, du bist jetzt nicht mehr 10, ne? Auch da tickt man vielleicht noch ein bisschen anders. Mhm. Und das macht einem ein bisschen Sorge und Angst. Und man muss halt sagen, so normal, wie es eigentlich sein sollte, nämlich, ist es halt leider nicht. Also gerade so in den Medien sieht man immer so die Regel, das wird ja immer mit so einer kryptischen blauen Flüssigkeit dargestellt, weil das immer noch mit total viel Ekel verbunden ist. Das ist so, früher im Mittelalter, das war so, oh, das heißt, die Frau ist unrein. Und ich sag dir eins,
hätten Männer ihre Tage bekommen, wäre das so ein richtiges Zeichen von Männlichkeit. Man würde das jeden Monat feiern und rausschreien. Aber es war halt leider die Frau, die die Tage bekommt. Also eklig und unrein und ganz schrecklich. Und man schämt sich tatsächlich auch heute noch dafür. Also man hat nicht so diesen normalen Umgang. Man redet nicht offen drüber. Viele können das auch nicht mit ihrem Partner und sagen, du, ja, jetzt gerade nicht so, ich habe meine Tage. Zumal so. Es ja auch oft verbunden ist mit Schmerzen tatsächlich. Ja, ne? Genau. Es ist ja nicht nur Hupsi, ja. Blut, sondern tut ja auch oft weh. Ja, auf jeden Fall. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Brüste tun weh. Eigentlich tut alles weh, alles ist scheiße. Also ist nicht bei jeder Person so, aber kann halt eben so sein. Und auch das macht es natürlich nicht unbedingt angenehmer. Und eigentlich ist es ja so, das kennen die allermeisten, wenn irgendwie was weh tut und man fühlt sich nicht so wohl, dann ist man ja eigentlich ganz gern bei der Mami. Ja, das ist ja absolut. Schön. Ja, auf jeden Fall. Die Mama hat immer die besten Rezepte. Und Schruppert hat genau dazu auch noch was gesagt. Ja. Sie hat dann natürlich auch nicht schlimm reagiert. Sie hat sich gefreut. Ich weiß nicht, warum sich Mütter immer freuen, wenn Töchter ihre Tage kriegen, aber irgendwie war das so. Kannst du mir das bitte erklären? Warum freuen sich Mütter, wenn aus ihren Töchtern Blut rausläuft und sie Schmerzen haben und sie aufgelöst sind und denken, oh Gott, was ist denn jetzt los? Oder freuen sich die Mütter? Also ich weiß nicht, ob sich alle Mütter darüber freuen, aber es ist einfach ein großer Moment und ich glaube, viele Mütter freuen sich darüber, wenn die Töchter sich dafür entscheiden, diesen Moment mit ihnen zu teilen. Also nicht unbedingt den Moment des Blutens, also eher das zu erzählen dass die Mütter sie dann noch begleiten dürfen in der Situation. So, das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Ja. So, meine Tochter wird gerade zur Frau und sie spricht mit mir darüber. Ich glaube, das ist schon toll. Man muss sich ja auch mal überlegen, so, die Mütter, die haben es ja selbst durchlebt. Ne? Ja. Also man muss sich nicht schämen, es muss einem nicht peinlich sein, genau. Weil man kann sich sicher sein, dass die eigene Mutter genau das auch durchgemacht hat. Wenn wir uns jetzt also durchgerungen haben, wir haben festgestellt, wir müssen es nicht erzählen, ne? Richtig, weil es ist der eigene Körper, es ist die eigene Entscheidung. Mhm. Aber man muss jetzt auch mal ganz kurz sagen, wer wäscht die Wäsche? es kann halt einfach gerade am Anfang, man weiß nicht genau, was nimmt man jetzt oder hat vielleicht beim ersten Mal irgendwie noch gar nichts drin gehabt. Und dann, ja, dann geht halt was daneben. Also wenn man jetzt nicht selbst die Wäsche wäscht, dann kommt die Mutter wahrscheinlich selbst auf den Trichter, ne? Ja. Und sei es dadurch, dass mehr Tampons weg sind oder auf einmal neue Packungen dazugekommen sind. Unterhosen blutig sind, sonst was. Ja. Also angenommen, wir haben uns jetzt entschieden, wir vor allem, ich habe entschieden, ich möchte mit meiner Mutter über meine Blutung sprechen. Ja. Wie stelle ich das so an, dass es maximal angenehm und minimal unangenehm wird? Ja, ich glaube, sich nochmal kurz klar zu machen, sie hat es auch durchgemacht, alles cool. Dann irgendwie vorher, man ist ja irgendwie aufgeregt, sich vielleicht nochmal zu entspannen. Je nachdem, was einem zur Entspannung hilft, vielleicht ein paar Seiten in ein Buch lesen oder einen coolen Film gucken, irgendwas Lustiges, damit man dann mit einer entspannten Stimmung reingeht. Und man kann sich natürlich vorher auch schon mal überlegen, was will ich denn sagen. Manchen hilft es auch, das aufzuschreiben, irgendwie, okay, so und so sage ich das und die Fragen habe ich vielleicht auch, weil es ja irgendwie auch aufregend und man weiß vielleicht auch ein paar Sachen nicht. Und sich da ein bisschen darauf vorzubereiten oder wenn man sagt, okay, es hilft mir, mit einer anderen Person schon mal drüber zu sprechen, das kann man natürlich auch machen und schon mal üben, wie es sich anfühlt zu sagen, ich habe meine Tage bekommen. Einfach mal testen. Gut, also üben. Ich habe meine Tage bekommen. Vielen Dank, Hanna. Gerne. Ich hoffe, dass diese Frage nun allen Wünschen entsprechend beantwortet wurde. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns entweder in die Kommentare oder an bubbles@funk.net. Die Person, die auf diese Mails antwortet, ist übrigens diese Person. Hanna macht das nämlich. Aber ihr schreibt uns anonym, nämlich lasst uns einen Tell da, genau dort. Hier findet ihr das ganze Video von Schruppert und dort findet ihr ein Video von Auf Klo, nämlich Tipps und Tricks zum Thema Periode. Lasst uns bluten.